Hallihallo und herzlich willkommen beim kleinen Let's Play von Hero Siege. Ich habe ein DLC noch gekauft, aber es gibt glaube ich noch eins. Muss ich kurz schauen. Gehen wir mal auf Einspieler und einen neuen Charakter machen. Für den hier, ich weiß jetzt nicht, die Collector's Edition brauche ich noch. Das werde ich dann mal noch kaufen, die kostet nur 2,99 oder weiß nicht was das ist jetzt, also 2,99 oder 5,99 €. Und ja, dieses Spiel ist ein Arena-Spiel, also es kommen verschiedene Wellen, man ist in einer Arena, wo halt so aussieht und ringsum Mauern sind, und mit diesem Charakter hier müssen wir uns überleben. Wenn wir tot sind, dann sind wir tot. Das heißt aber nicht, dass der Charakter weg ist. Das ist nicht so wie bei diesen Roguelike-Spielen, sondern man muss einfach wieder von neuem anfangen. Die Levels und so behalten man, die Ausrüstung behaltet man, die Fähigkeiten behaltet man und so weiter. So, also es gibt den Wikinger, den Pyromancer, den Fankämpfer, Marksman, der Nomade, der Redneck, der hat eine Motorsäge, den Piraten, Necromancer, also der Totenbeschwörer, den Samurai und den Fallenpaladin. So, was will ich nehmen? Ich werde wahrscheinlich alle mal spielen. Ob ich die alle hochlevel, müssen wir dann sehen. Naja, ich finde interessant eigentlich den Redneck, aber den kenne ich nicht. Den müssen wir dann mal austesten. Ich will jetzt nämlich mit einer eher leichteren Klasse spielen, weil ich momentan mit G-Pad, das habe ich neu, spiele. Und Controller. Den Marksman, weil der Turrets hat, der hat Auto-Angrifftürme. Ich könnte auch den Necromancer nehmen, aber der hält nicht so viel aus, hat dafür Skelette zu beschwören und so. Der Pyromancer hat dann auch zu beschwören, aber erst später. Und weil ich mit der Bedienung noch nicht so gut bin, nehme ich mal den Marksman. AP Marksman. Tun ich ihn mal nennen. So, dann müssen wir hier auf Play. Jetzt kann ich mal das Gamepad in die Hand nehmen. Und jetzt erkläre ich euch mehr. Also hier seht ihr, wie ich steuern kann. Und was ich nicht so gut finde, ist die Attacke mit dem rechten Knüppel. Also ich habe jetzt so eine PS4-ähnliche Controller. Aber das ist jetzt genauso auch bei GTA, wo man dann mit den LT und RT Tasten steuern, also Dinge Gas geben und bremsen kann. Das ist schlecht, aber recht. Es geht besser als mit der Tastatur, weil man mit der Tastatur dann nicht so gut steuern kann, die Attacken und so weiter. So, das ist hier der Skillbaum und der Fähigkeitenbaum. Was ich empfehlen kann, ist Damage-Reduktion ein bisschen hochzunehmen, aber nicht zu viel. Es bringt nicht so viel, also mit Ausrüstungsgegenständen bringt es ein bisschen mehr. From Damage, Attack per Sekunde braucht man eigentlich nicht so viel. Health, ja. Ich werde zuerst Health nehmen. So. Ja, es bringt nicht so viel. 21 habe ich jetzt bekommen. Und hier ist der Arrow Turret, also der Bogenangriffsturm. Und der wird extrem stark später, weil er dann noch mit also der Multishot Turret wird dann noch stärker durch den Arrow Turret, aber umgekehrt nicht, weil er nicht skaliert. Sonst haben wir hier zum Beispiel noch wo ist der? Das ist die Ballista, genau. Wahrscheinlich eine große, also wo große Pfeile schießt.
Was ist eigentlich das hier? Also das ist wahrscheinlich so ein Lehrding. Agilität. Aha, es gibt Geschwindigkeit und Damage Ding. So. Okay. Ich habe... Ah ja, das muss ich drücken. Oh, toll, aber nur... Ja, in den Truhen ist meistens nur Ding drin. Münzen. So, jetzt tue ich mal den hier setzen. Der tut auch Damage abfangen, ist eigentlich recht gut. Und jetzt wird es killen. Am Anfang geht es recht schnell. Mach ich hier mal eins. So. Critical Attack. Bräuchten wir später, aber zuerst die Türme unbedingt hochstellen. Weil es ja recht schwer wird. Und das ist nur eine Chance. Ich mag so Skills, wo nur eine Chance ist, nicht so gern. Also beim Pyromancer ist es ein bisschen leichter, das schneller hochzukriegen. Und es ist extrem nervig, den Knüppel immer nach links zu drücken. Wieso ist die Steuerung nicht mit Maus? Ich verstehe es nicht. So, das ist ein Boss. Juggernaut ist auch noch dabei. Ah, es ist selber ein Juggernaut. Okay. Oh, der macht extrem viel Damage, wenn er trifft. Und der hat mich ganz knapp verfehlt. So, danke schön. Ah, ein Schlüssel. Und hier ist ein Ding. X. Ah. Was habe ich jetzt? Ich habe doch X gedrückt. Ah, jetzt. Oh, eine gute Rüstung. Ah. Also das habe ich jetzt noch müssen auswendig. Also. Das habe ich noch nie gemacht, ein Item aufgenommen. Weil Items nicht so häufig sind. Und darum habe ich schauen müssen, welchen Knopf ich drücken muss. Das ist noch heikel. So, ja, in dieser Arena gibt es bestimmte Sachen. Hier ist die Mauer, hier kommen die Gegner rein. So, weiter. Jetzt mache ich mal mehr auf Damage. Scales with Noten. Okay. Ich will dann Multishot und ein Homing Rocket, das ist es. Genau. Mit dem Homing Rocket ist man dann recht stark. Ah, da oben sind die. Also man sieht dann manchmal am Pfeil dann, wo die Gegner sind, die nächsten. So, hier hinter der Palme ist nichts. Oh, die Fernkämpfe sind recht stark. Hier im Spiel. Vor allem Cold Enchanted. Ah, das ist so... Ich liebe das Spiel einfach. Es ist aber extrem schwer manchmal. Oh, ich bin zu langsam. Schnell töten. Sonst tötet es mich noch ein. So, wieder ein Level Up. Also am Anfang geht es extrem schnell. Aber dafür dann später recht langsam. Später ist es fast zu langsam. So, noch mehr. Jetzt habe ich so einen extrem starken Turm. Für das erste Level. Jetzt könnt ihr ruhig mal ein bisschen weg vom Turm gehen. Der macht dann... Oh. Dieser Laser, der bringt euch in Sekundenschnell-Ding. Das ist wie bei Diablo 3, der Arcan-Turret. Ist der hier der Blue-Turret? Oder was ist das? Frost-Turret. Recht stark. Man kann immer nur je einen Turm nehmen. Ein Ding sitzen, also vielleicht später dann. Oh ja, tot. Noch ein Item irgendwo. Ja, hier. X wieder. Das ist ein guter. Der ist ja mega gut. A. Also A ist annehmen. Okay. Ich will aber jetzt zuerst hier nochmals leveln. Ah, jetzt ist schon viel höher die Damage-Reduktion durch die Bonus plus 11 Bonus habe ich jetzt. Ja, kann man leider noch nicht. 6, Level 6 ich bin. Steht das irgendwo? Nö. Nochmals Armor Turret.
So. Ah, jetzt habe ich alle. Ich habe alle Türme. Also zum Beispiel hier. Ah, der Laser ist wieder hier. Also wenn das Blaue nach oben geht, unbedingt abhauen. Das ist Wahnsinn. Ich habe alle Dinge zur Verfügung. So, jetzt könnte ich zum Beispiel das Blaue noch, die blauen Pfeile noch einsetzen. Hier in die Dungeons würde ich dann erst später gehen, wenn ihr noch stärker seid. Weil die machen extrem Damage. Also LT ist das hinter. Oh cool! Das ist mal stark. Hm? Und jetzt kommt der Boss auch schon. Oh, was ist das für ein Boss? Er ist tot. Die Türme haben es dann erledigt. Also der ist mega stark, der Turm hier. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Der ist sogar besser. Gut. Sehr schön. Hey, das ist mein bester Run. Und das direkt am Anfang des Let's Plays. Richtig cool. Noch mehr? Ah, das muss noch denken. Also habe ich jetzt den gewählt? Scheinbar nicht. Kann ich den hier wählen? Dann kann ich den hier wählen, wenn ich den da oben genommen habe. Aber wahrscheinlich schon. So, jetzt noch ein bisschen die Arena erkunden. Hier könnte man uns heilen am Heilbrunnen. Also ich schleude jetzt zum Beispiel manchmal mehrere Pfeile und eben diese Homing Rockets. Jetzt die Chance nicht, oder erst wenn ein Gegner trifft. Weiß ich jetzt nicht genau. Hier rein weiß ich nicht, wie man kommt, aber nicht mit diesem Schlüssel. So weit habe ich erst, also in die zweite Arena habe ich jetzt noch nicht viel gemacht. Die ist auch recht schwer. Und die Tränke LS, LS ist was? Ah, den Joystick, linken Joystick reindrücken. Dick Reset. Oh, aber das erste war Health Up oder was war das? Hier war das Ding, Home Rocket war hier gerade so rausgeschossen. Blöp, 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 blöp. So. Okay, noch 16 Minuten. Dann machen wir nochmal weiter mit der zweiten Arena. Die da schießen, das sind Turrets, also denen nicht so nahe kommen, ohne dass ihr es kennt. Hier ist ein Hamburger. Okay. Ich habe doppeltes Leben. Weil die Lebensbalken, das habe ich ja volles Leben. Cool. Und ich bin gestorben, als ich reingegangen bin. Damage Boost. Zuerst das Nest mal kaputt machen hier. Und dann den Ding angreifen. So. Komm mal ein bisschen zu mir. Oh, da kommt noch einer. Ist nicht so gut, wenn du kommst. So. Oh, ich bin getroffen. Oh. LT. Nicht den angreifen. Ich halt so an. Ich muss wieder an Leben kommen. Der ist unbesiegbar. Der ist irgendwie fast unbesiegbar. Ich muss schauen, dass ich den ausweichen kann. Gut, jetzt. Oh. Oh, 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 oh. Okay, needed. Pick up. Dem. Ja, pick up. So, und den auch. Ja, nehmen wir.
Also die Kisten brauchen Schlüssel, wahrscheinlich die Steinschlüssel oder so. Okay, oh. Oh, oh, oh. Ja, das ist ein Kackgegner. Also es ist schon viel schwer in der zweiten Arena. Cool, man kommt so viele Items über. Man bekommt einfach mal in diese Suppe nicht reingehen. Das macht auch sehr viel Schaden. Ja, oh, getroffen nur. So, heilen und... Ah, ich bin volles Leben. Und ich habe ja Level-Ups, paar. Damage ist runter. Attack Speed geht wahrscheinlich nicht auf die Turrets. Ich mache jetzt Damage-Reduktion noch mehr. Und hier, 7% Chance, also von 6 auf 7 ist jetzt nicht so stark. Turrets hoch. Und dann ab Level 12 hier, okay. So. Oh nein, der Turm geht schnell kaputt in dem. So. Sehr schön. Kommt mal ihr hier raus. Oh, ich habe den ein bisschen schlecht gesetzt. Next move. Ah, Wave. Okay. Next Wave. Also die Türme sind recht schnell wieder bereit. Ich muss aber irgendwas im Damage, also das Damage nicht Minus ist. Ja, aber ich möchte etwas Besseres haben. Nein, das heilt mich nicht einsammeln, wenn ich volles Leben habe. Zum Beispiel hier. Wie hat er mich getroffen? Sehr schön, der ist auch tot. Nämlich die Heilkugel. Wo bin ich noch nicht gewesen? Die kann ich ja nicht öffnen. Jetzt habe ich schon zwei silberne Schlüssel. Oder Antis. Lass mich in Ruhe. Boah. Das ist jetzt ein Böser gewesen. Diese ist gut, diese Feind, also dieser Schützturm vom Feind. Welle 10 schon. Okay, wahrscheinlich ist jetzt der Boss. Haha, Doppel. Also bei einem Boss, der solche Ping-Angriffe kann, Reichweitenangriffe, also so, dieser Kreis mit den Pfeilen und so, will ich das jetzt nicht machen. So zwei zusammen. So, ich steuere lieber mit der Maus die, Ding habe ich jetzt gerade gemerkt. So, der muss hier noch drüber kommen. Komm. Ja. Und der hier. Schießen. Sehr gut. Next Wave. Ist hier irgendwas gedroppt oder so? Da drüben hat es noch Büsche. Ja, und diese Fallen, die von unten kommen, die sind eigentlich relativ gut drüber. Ding. Also kommt ja auf die Geschwindigkeit drauf an, wie die Ding noch umkommen. Hier ist sehr speziell. Da gehen zwei unterschiedlich schnelle hoch, also dem Abstand gleich schnell sind sie ja. So, habt ihr gesehen? Oh, das leckt extrem wegen dem Vulkan, nicht leckt, den der Controller, Ding vibriert extrem schnell. Ist ein bisschen unangenehm in den Händen.
So, und wenn wir dann mal sterben, können wir auch den Dungeon wahrscheinlich bald auch machen. Aua, der hat mich jetzt getroffen, weil ich ihn nicht gesehen habe, so richtig. Also die Fernkampfattacken der Gegner sind schon eigentlich die hartnäckigsten. Weil die so schnell kommen und fast unsichtbar sind. Wenn man in unter Stress ist, dann sieht man die manchmal nicht so. Also ich mache mal B, dann kommt der Boss. Komm, schießen ab. Ja, gut. Der Boss, wenn er mal stirbt, macht er starke Attacken oder so. Habt ihr jetzt gerade nicht. Also lieber ein bisschen weggehen. Pick-up ist schlechter. Discard ist B. So. Schade, der ist schlechter. Aber ein Spoon haben wir hier. Einen Löffel. Alles Stats ab. Wow, haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. Also... ich sage euch, manchmal ist es extrem schwierig. Weil ihr einfach kein Glück habt und... ich hätte fast noch... wäre fast noch reingelaufen. Ja, machen wir weiter, wieso nicht? Noch 7 Minuten. So, endlich mal eine blaue Kiste, also eine Kristallkiste. Lightning Enchant. Sehr schön. Es ist jetzt wie beim Gegner. Ein Bone Lair, also ein Skelettbeschwörer-Ding. Ein Generator. Oh, schaut euch das mal an, das ist Werwolf gewesen oder so etwas. Der Werwolf sieht aber richtig schlank aus, also der ist auch schnell. Oh, schaut wie schnell, wie stark wir sind. Aber der Gegner ist auch stark, da eine Tür, also meine Tür. Vielleicht die Ratte da. Der Zweier-Tür, der Dreier-Tür ist kaputt. Boah, ich werde langsam müde vom rechten Maus-Stick, Joystick drücken. So, aber dies ist jetzt gar nicht mal so viel schwerer als der zweite auf den ersten. Das bin ich jetzt getroffen nur. Und wo ist die Heilung? Ich brauche ein bisschen Heilung. Oh, scheiße. Ah, nein, nein, genau das ist es. Die blauen sind also die mit dem Laser, die machen fett Damage. Oh, guter Damage. Auch von meinem Schuss. Sehr schön. Es macht richtig Spaß. Und wieder ein Schlüssel. Aber die Gegner sind manchmal echt übertrieben stark. Oh, genau das dachte ich mir, dass so eine Attacke macht, weil er lila war. So. Ich brauche Leben. Unbedingt. Ja, ich kann eigentlich erst das machen, weil... ah, das. Genau das und dann das. Stimmt. B. So. Also solange er sich Turret setzen kann, ist es relativ leicht. Weil die so extrem stark sind. Okay, der hat jetzt gar nichts gemacht, aber der war auch lila. Ah, die Kisten gehen einfach nicht kaputt manchmal. Oh, jetzt habe ich 2 von 7. Kann ich jetzt eigentlich die Dinge aufmachen? Die goldenen Kisten. Brauche ich da einen goldenen Schlüssel oder so? Health in Crescent.
Armor Equest. Sehr gut. Und das war... Ist das jetzt wieder weg, oder was? Ah, Fleiß. Oh, ich laufe noch rein. Ja, wir machen es ein bisschen spannender. Wir laufen noch ein bisschen in die Dinge rein. In die Pfeile rein. Also, der ist fast schon zu leicht. Hab den Permanente recht lang gespielt und der wurde nachher mal richtig schwer, weil er eigentlich immer nur auf Glück aufbaut. Darum spiele ich den Pyromancer eigentlich nicht so gerne. Wie viele Schlüssel will ich noch finden? Jetzt habe ich schon wieder 4 Schlüssel blau. Kristallschlüssel oder was das sind. Was ist das eigentlich hier? Wieso glitzert das? Kann man da nicht mal drauf? Nö, ist nix. Die Statue glitzert einfach so. Ein Dungeon. Ab der ist wahrscheinlich 1000 mal stärker als im Level 1 Dungeons. Also schwerer, vor allem mit den... Es hat überall Fallen und so, dafür hat man, glaube ich, kein Zeitlimit und so. Aber weil ich jetzt auch besser steuern kann, mal schauen, ob das mit dem Dungeon auch leichter geht jetzt. So. Hallo, Juggernaut. Ich weiß, dass du Juggernaut bist. Ich kann ja lesen. So, aber gleich muss ich die Folge dann beenden, sonst wird sie zu lang. Armor Equest, okay. Und das? Swiftness, das ist wahrscheinlich das Leben, oder? Ist das Swiftness? Kann man das nicht schauen? Ah nein, das wahrscheinlich... Okay. Plus 66. Wahnsinn. Ah, jetzt Boss. Bossy Time! Dann machen wir den Boss noch. Ich mache hier mal aus. Ich weiß ja, dass ich es jetzt beenden muss. Das ist der Boss. Okay. Der ist aber recht groß. Der ist wahnsinnig... Und jetzt ist er tot. Boah. So ein fetter Gegner habe ich hier noch nie gesehen. Ich hoffe, das ist nicht der gleiche. Das Armor to Crest. Oh. Wieso gibt es negative? Also das ist von Binding of Isaac einfach mal so ein bisschen kopiert. Also ja, nicht kopiert. Kann man ja nicht sagen. Aber dass es negative Potions gibt und so. Ist ja eigentlich nicht ein einziger Einfall von Binding of Isaac. Was ist das? Okay, ich gehe jetzt mal zum Loot vom Boss. Pickup. Minus 7. B. X. Plus 10 Speed. Plus 1 Swiftness. Würde ich schon fast die nehmen. Auch wenn ich Speed eigentlich bräuchte. Ich nehme sie. Swiftness ist schon recht wichtig. Ja, wichtig nicht, aber besser als Bewegungsgeschwindigkeit. So, hier oben haben wir noch ein paar Sachen. Zum Beispiel hier. Swiftness, Chris, ja. Noch mehr Swiftness. Kann man das jetzt schauen? Plus 23. Also das ist Swiftness. Und das ist Stamina oder so etwas. Okay. Da ist ja nichts mehr. Unten war ich eigentlich auch schon. Also, dann beende ich die erste Folge. Wir gehen raus. Muss ich halt mit der Ding machen. Safe and Equit, das sind zum Beispiel unsere Relikte, die ich mir gefunden habe. Das habe ich gar nicht gesehen, als ich das aufgesammelt habe. Ah ja, ich will noch es holen kurz, wenn man es jetzt holen kann. Weg da, nicht die Taste. So, das da.
Das kann man gar nicht holen. Wieso nicht? Ah Mann, das weg. Noch kurzes Geld holen. Mann, ich will mit der X-Taste mich schießen. Wenigstens so, aber die Steuerung ist nicht gerade so gut. Wo landen wir jetzt? Okay, schon bei im Dorf. Kommen hier rein. Nein, ich will eigentlich nicht mehr weiter. Ich will nicht mehr weiterspielen. So, jetzt. Also. Ah, wahrscheinlich Start drücken auf der Kontrolle. Stimmt. Level 9 sind wir jetzt. Also gehe jetzt nachher mit Level 12 dann mit weiter mit den anderen Turrets. Also die wir schon haben, weil wir eigentlich alles freigeschaltet haben. Und die anderen Charakter kommen dann danach. Jo. Und ich werde alles machen, also das Spiel ist nicht so lange wahrscheinlich. Okay, es geht wahrscheinlich schon weit, weil es gibt ja mehrere Listen, Ding. Jo. Und ja, mir gefällt das Spiel. Gefällt es auch euch? Zeigt es mit einem Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in Part 2. Tschüss!